Oldtimer, Maschinenfunk und wir schalten wieder ein. Das ist die Radioshow. Das ist die Radioshow. Well, das ist die Radioshow. Und ihr seid wieder dabei. Schönen guten Abend, es ist Sonntag und was soll ich sagen, hier ist natürlich wieder Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues für euch, meine Lieben. Es gibt natürlich wieder haufenweise richtig geiler Musik für euch heute Abend und ihr erfahrt von unserem Special Guest Neil von Erdling, wie unsere damalige Tour so weitergelaufen ist. Ich bin schon sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Das wird mit Sicherheit ziemlich lustig. Aber jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik für euch. Der liebe Mart Stahlmann hat eine neue Single am Start und die hört auf den Namen Sünder. Und die gibt's jetzt für euch. Durch die Trümmer, durch
Stahlmann und Sünder, meine Lieben. Ja, es ist ja Adventszeit, ne? Und was darf in der Adventszeit nicht fehlen? Ganz klar, Weihnachtsplätzchen. Und da habe ich heute Morgen noch einen richtig schönen Post entdeckt von dem lieben Thorsten. Der hat nämlich Plätzchen gebacken und die kann ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Guckt euch die doch mal bitte an. Ja, lieber Thorsten, sehr, sehr schöne Plätzchen auf jeden Fall. Heldmaschine-Plätzchen, wie geil ist das denn? Also meine Backkünste, die halten sich ja so ein bisschen in Grenzen. Aber eins steht fest, Leute. Wenn man so viele Plätzchen gegessen hat, dann geht definitiv nur noch auf allen Vieren. Nicht!
auf allen Vieren. Jawohl. Ja, Leute, was macht ihr eigentlich so jetzt in der Adventszeit? Habt ihr schon einen Weihnachtsbaum gekauft? Habt ihr schon die Wohnung geschmückt? Erzählt doch mal oder schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so die Adventszeit verbringt und was ihr da so gemacht habt oder noch machen werdet. Ja, Vorweihnachtszeit ist ja auf jeden Fall. Und da wird es ja immer ein bisschen besinnlicher, ne? Und ich habe mir gedacht, naja, Vorweihnachtszeit, besinnlich, da mache ich doch auch mal ein bisschen besinnlichere Musik. Deswegen gibt's jetzt für euch Florian Gray und Until We Go Down. Bitteschön. Florian Gray, Leute. Letzte Radioshow gab es natürlich auch wieder ein paar Musikwünsche von euch. Und dazu muss ich jetzt erstmal ein bisschen was erklären. Es gibt einige Wünsche, auf die kann ich leider nicht eingehen. Und das hat ein bisschen mit YouTube zu tun, denn es gibt den sogenannten Copyright Claim. Also habt Verständnis, wenn der ein oder andere Wunsch untergeht oder nicht gespielt wird, dann liegt das nicht daran, dass ich sie ignoriere, sondern es liegt leider daran, dass wir sie nicht spielen können, wegen dieser Copyright-Geschichte. Aber einen Wunsch kann ich euch auf jeden Fall erfüllen, nämlich irgendjemand hat sich von euch den Song Heldmaschine von uns gewünscht und dem kann ich natürlich sehr gerne nachgehen und ich habe auch eine besondere Version für euch, nämlich die Live-Version aus der Live und Laut DVD. Hier ist also für euch Heldmaschine. Bitteschön. Ihr kennt den Text.
Heldmaschine von der Heldmaschine aus dem Live und Laut Album oder der Live und Laut DVD besser gesagt. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück in der Zeit. 1985, wer von euch war denn da überhaupt schon am Start? 1985. Also ich war auf jeden Fall schon am Start und 1985 kam ein Song auf den Markt. Das war lange, lange Zeit einer meiner Lieblingssongs. Die Rede ist von Love Like Blood von der Band Killing Joke, oder? Killing Joke, ja, Killing Joke heißt sie. Und der hat mich lange begleitet und die Band Duel aus Holland, die hat eine mega, mega geile Coverversion von diesem Song rausgebracht. Und den darf ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen gibt's jetzt für euch den Song Love Like Blood von Duel. We'll be right back.
Love Like Blood von Duel, Freunde. Ja. Es ist Sonntag. Und was darf an einem Sonntag nicht fehlen? Na, wer weiß es? Das R zum Sonntag. Und das gibt's jetzt auf die Ohren, Leute. Hier ist also das R zum Sonntag. Bitteschön. Weshalb soll ich es lassen? Ich sehe das nicht ein. Wir sprechen eine Sprache und ein R gehört da rein. Du musst dich nicht ärgern, wenn du das R nicht liebst. Dann musst du auch nicht suchen nach der Lade, in die du uns schiebst. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich hatte mal ein Mädchen, das rollte das R. Denn es war so kalt im Oberwesterwald. Ja, mit dem rollenden R fängt mein Name an. Ich bin damit geboren, mach mich bloß nicht an. Das R muss rollen und du bist jetzt still, weil ich sonst noch das S rollen will. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich rolle das R, ich rolle das R, ich rolle das R, ich rolle das R, das R zum Sonntag, meine Lieben. Ja. Es ist ja Vorweihnachtszeit und es ist Adventszeit und so weiter und ich habe einen sehr, sehr schönen Song für euch aufliegen, nämlich von einer Band, die waren mit uns auf Tour und zwar im März. Man soll es ja nicht glauben, aber wir waren tatsächlich mal auf Tour, das ist schon sehr, sehr lange her, ich kann mich kaum dran erinnern, aber ich kann mich noch dran erinnern, dass das sehr cool war und da ist eine tolle Freundschaft entstanden. Und ich rede von der Band Avarium. Und von dieser Band habe ich jetzt meinen Lieblingssong aufliegen. Aber den kündigt euch der liebe Chubby von Avarium am besten jetzt selber an. Bitteschön. Hey, 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 hey. Hier ist der Chubby mit Anhang. Und ihr hört die Radioshow der Heldmaschine, den Maschinenfunk. Heute ist schon fast Weihnachten, es ist Dezember und draußen ist komisches Wetter und mein Sohn geht jetzt spielen und mit meiner Tochter gehe ich gleich einen Schoko-Weihnachtsmann vertilgen. Was ich aber sagen wollte ist, ihr hört jetzt einen Song von meiner Band. Wie heißt meine Band? Ah, Avarium, genau. Und wir sagen fröhliche Weihnachten, oder? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Maschinenfunkinisten und Funkinistinnen. Hier ist für euch Avarium mit What Are You Waiting For? Tschüss. Down on my knees, I feel.
Varium und What Are We Waiting For, Freunde? Ja, es ist ja Weihnachtszeit und damit auch Geschenkezeit. Und wir haben das perfekte Geschenk für euch, nämlich unser Gemeinsam-Weiter-Bundle. Und das Gemeinsam-Weiter-Bundle beinhaltet nicht nur diese wunderschöne, gelaserte Acrylplatte mit keiner einzige Kratzer. Nein, Freunde, es gibt auch einen brandneuen Heldmaschine-Song und ein brandneues Video dazu. Und einen kleinen Vorgeschmack, den kriegt ihr jetzt. Das Gemeinsam-Weiter-Bundle von uns für euch. Und das Ding ist streng limitiert, es gibt nur 200 Stück, also haltet euch ran. Die sind nämlich bald ausverkauft. Ja, und jetzt komme ich zu einem Wunsch aus der letzten Radioshow. Da hat sich jemand den Song Leben von uns gewünscht. Und den gibt's jetzt auf die Ohren. Also viel Spaß mit Leben von Heldmaschine.
2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League, Leben von Heldmaschine. Ja, Freunde, es wird Zeit für meinen Special Guest. Er war letzte Woche schon bei uns in der Sendung und ist auch diese Woche wieder dabei. Die Rede ist natürlich von Neil von Erdling. Viel Spaß also mit dem zweiten Teil von seiner Tourgeschichte. Bitteschön. Jetzt kommt der nächste Tag, Memmingen. So, Memmingen, ist klar, ne? Rocken jetzt hier. Die kleinen Erdlinge, die Erdmännchen, haben mir Luftballons ans Schlagzeug gemacht. Richtig, wir haben ihm Luftballons ans Schlagzeug gemacht. Und zwar nicht nur 2, 3, sondern halt irgendwie, ich glaube, 20 oder 30. Und es ist ja immer so, wenn man die letzte Show miteinander spielt, wenn man eine gute Zeit miteinander hatte, dann will man das ja auch entsprechend entlohnen. Und da ist es halt so, dass man sich als Bands dann gegenseitig so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und uns ist einfach partout nichts eingefallen. Und ich dachte dann irgendwann, als ich in meiner Tasche wühlte und so geguckt habe, was habe ich noch dabei, habe ich eine Großpackung Luftballons gefunden. Ja, klar. Luftballons. Habe ich auch ständig in meiner Tasche. So eine Großpackung Luftballons hat man ja immer dabei eigentlich, oder? Ihr doch auch, nicht? Und dann bin ich zu unserem Backliner hin und habe gesagt, pass auf, Sascha, du musst mal, puste mal 20, 30 davon auf. Dann saß der da eine halbe Stunde mit hochrotem Kopf. Ich dachte, der kippt mir gleich aus den Latschen. Ne? Aber ich habe nichts gesagt, das lässt man machen. Ne, man muss ja auch ein bisschen die Grenzen austesten. Und habe ich gesagt, gehst du mal runter und kurz bevor die spielen, nicht beim Soundcheck, weil dann sonst sehen die das. Kurz vor der Show gehst du runter und machst da mal so ein paar Hindernisse hin, weil die haben immer so ein geiles Intro bei Heldmaschine. Ne? Das ist alles so super durchgetaktet, wie die auf die Bühne kommen. Und entsprechend sind die natürlich auf Hindernisse nicht vorbereitet. Ne? Und ich habe dann von oben runter geguckt. Das ging im Kaminwerk ganz gut. Da war so eine Empore. Ich gucke runter, wie einfach alle anfangen zu rotieren da unten. Ehrlich, schön. Ich zeige euch das mal. Ja, so sah das ungefähr aus. Also es ist... Wir haben auch, glaube ich, 2 auf die Fußmaschine gelegt. Die kleinen Erdmännchen, na warte. Genau, und das war dann die Retour. Das war eigentlich harmlos. Ne? Die haben eine kleine Choreografie mit Masken. Mit 1,50 Meter Abstand hier bei uns auf der Bühne gemacht. Nächstes Mal, Dirk, René, könnt ihr uns mal richtig durch den Kakao ziehen, wenn wir das nächste Mal auf Tour sind. Ich glaube, wir haben das verdient. Ah,
Habe ich gerade versucht, da einen Moonwalk zu machen? Das muss ich mir nochmal angucken. Ich habe es nicht nur versucht, ich habe es sogar hingekriegt. Wie geil war das denn? Guckt euch das an. Hör mal auf den Punkt. Großartig. Ich sitze da und esse Klops, auf einmal Klops. Ich sitze, staune, wunder mir, auf einmal jetzt so auf die Tür. Da habe ich auch schon ein paar getankt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Nanu, ich denke, jetzt ist sie auf, erst war sie zu. Ich gehe raus und kieke und wer steht draußen? Icke. Du liebe Zeit. Was total geil war an der Show von Megaherz, wir haben das ja immer nur von hinten mitbekommen. Und immer wenn der Refrain von Zombieland kam, da singt er irgendwo an einer bestimmten Stelle mehr tot als wahr. Aber durch die Reflexion und alles mögliche, alle möglichen Faktoren kam halt hinter der Bühne natürlich nur ein sehr diffuser Sound. So, sowas kam halt da an, ne? Und wir haben dann immer verstanden, statt mehr tot als wahr, McDonald's Mann. Also liebe Megaherz-Fans, wenn ihr das nächste Mal auf einem Megaherz-Konzert seid, jetzt kennt ihr den echten Text. Wobei von vorne klingt es gar nicht wie McDonald's Mann. Ja, so funktioniert Physik. Krass. Ich glaube, da waren wir schon längst völlig matt. Memmingen, geile Scheiße. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du Kack. Trink jetzt. So. Dieser Schnaps nennt sich Essacher Luft. Ich kannte das nicht. Neno kannte es nicht, René kannte es nicht, Sascha nicht. Und die anderen, glaube ich, fast alle nicht. Im Allgäu kennt man den und in Bayern, glaube ich, generell auch, hat sich's etabliert. Es ist ein Schnaps, der ist völlig unscheinbar. Und der Veranstalter kam zu uns und sagte, Mensch, war so ein schöner Abend, ich möchte mit euch allen nochmal anstoßen. Das ist ja auch so ein bisschen Tradition. Und dann kam er mit so einem Tablett und unsere Promoterin hat dann noch das Handy rausgeholt und gefilmt. Und ich dachte so, ja gut, das war ein denkwürdiger Moment, das muss man mal kurz auf Video festhalten. Das ist eine schöne Erinnerung. Ja. Und dann haben wir angestoßen, Nick hat noch einen Toast ausgesprochen, René glaube ich auch, ne? Und dann haben wir getrunken. Vielen Dank, wohl sein. Das ist Essacher Luft. Was ist da mit uns passiert? Nun, der Schnaps hat 40%. Und er schmeckt jetzt auch nicht sonderlich eklig. Er riecht auch nicht irgendwie sonderbar oder so. Aber er hat nicht nur Prozent, sondern er hat auch Scoville. Der ist einfach unglaublich scharf. Und sowas Scharfes habt ihr noch nicht, kennt ihr nicht. Ne? Also das ist, ihr seht, unser Tontechniker sitzt unten, der hat keinen Alkohol getrunken. Der war auch etwas irritiert über unsere Reaktion. Und ich glaube, ich habe auch gebrochen. Es war echt ekelhaft. Also das ist, wenn ihr eure Freunde verarschen wollt, dann sucht mal Essacher Luft, bestellt euch eine Flasche. Ich habe nach diesem Tourdate, ich hab das nie wieder vergessen. Und ich und meine Freunde, wir hatten so viel Spaß damit. Meine Freunde weniger. Das war's auch schon. Ja, haben wir das auch mal gesehen, ne? Großartig. Also, ich habe jetzt wieder ganz viele schöne Erinnerungen an unsere Zeit, die wir schon in den letzten Jahren miteinander verbracht haben. Das letzte Mal waren wir vor fast einem Jahr auf Tour. Auf der Nacht der Helden waren wir sogar mit dabei. Auch sehr, sehr schön. Also, wir wollen uns einfach an gute Dinge erinnern und dann kommen wir auch sehr gut durch diese Zeit durch. Ne? Also macht euch eine schöne Adventszeit, bleibt gesund
Und schaut mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Der wird hier unten jetzt eingeblendet. Jetzt. Jetzt immer noch. Jetzt nicht mehr. Und da geht er mal drauf und schaut mal vorbei. Ich mache da ganz viel Zeug. Ich mache nicht nur Musik oder Quatscherei, sondern ich spiele auch ganz viele Videogames, weil ich dachte, es ist Twitch, da muss man zocken. Ist unglaublich lustig, weil ich bin echt nicht gut. Aber ich habe viel Spaß mit der Community und sie wird immer größer. Also schaut mal vorbei und ansonsten bleibt der Heldmaschine treu, bleibt generell euren Lieblingsbands treu und genießt die Zeit. Bis bald. Tschüss. Am Ende sind wir alle gleich. Nur Götterblut schenkt Leben. Wenn die Sonne durch die Wolken bricht, flutet sie die Welt mit Licht. Vom höchsten Gipfel seht ich dann das Erdenreich in seinen Bann. Wir sind Midgard. Wir tanzen mit dem Sturm. Midgard. In Ewigkeit verschwunden. Von Erdling. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Erinnerung. Ich habe auf jeden Fall viel gelacht und auf jeden Fall müssen wir nochmal zusammen auf Tour gehen, mein Lieber. Ja, die Zeit ist schon wieder rum, Leute. Das war die vorletzte Ausgabe von Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine. Nächste Woche ist die letzte Sendung, also schaltet auf jeden Fall nochmal ein. Die letzte Gelegenheit für euch nochmal Maschinenfunk zu gucken. Dann gehen wir erstmal in eine kleine Weihnachtspause und melden uns dann natürlich wieder zurück. Aber es gibt ja nicht nur den Maschinenfunk. Nein, Leute, wir sind mittlerweile auch auf Twitch am Start. Und wer also nicht genug kriegen kann von uns, der schaltet auf jeden Fall bei Twitch ein. Die Adresse, die blende ich gleich unten für euch ein. Da wird es auf jeden Fall auch bald ein buntes Programm von uns geben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen,
Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine. Letzte Folge vor der Weihnachtspause. Schaut in unserem Twitch-Kanal rein. Ihr habt es gesehen, wir haben noch nicht so viele Follower. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt sauber, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche. Und denkt dran, es geht immer irgendwie weiter. Tschüss, das war Maschinenfunk, die 16. Folge. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. Ihr wisst, was kommt. Bei diesem Song würde ich gerne in euch reinspringen. Und zwar mit Kamera, wenn das geht. Okay? Weiter. Komm. Weiter. 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 Der Druck ist groß auf seinen Schultern, doch hat die Jagd nicht mal begonnen. Der Waffenknecht ist voll bepackt und stolpernd er versucht zu folgen. Viel zu früh war der zu sprechen, entscheidet aus dem Hinterland. Versprechen brechen. Ganz nah am Ende bleibt die Hand. Koblenz! Weiter. Und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Höher, schneller, weiter. Und in das Feuer springt der Reiter weiter. Härter, länger.
Bob Bob Radio Show.